Erstmal hallo zusammen. Grüße Sie hier in Frankfurt. Ohne ihn würde etwas fehlen bei der Nationalmannschaft. Lukas Podolski ist und bleibt die Humorbombe beim DFB. Sein Wechsel zum FC Arsenal nach London hat ihm gut getan. Er hat wieder so richtig Lust auf Späßchen. How are the English lessons? The private English lessons? They are very good, thank you. In London ist er Liebling der Fans. 4 Tore in 9 Pflichtspielen hat er für Arsenal erzielt. Es läuft. Klar ist das jetzt eine Momentaufnahme, darüber freue ich mich. Aber ich habe das Ziel, auch die nächsten Wochen, Monate und Jahre zu spielen und auch erfolgreich zu sein. Das ist mein Anspruch, das ist mein Ziel. Bis jetzt bin ich auf einem guten Weg. Darüber freue ich mich sehr. Und ja, jetzt bin ich erstmal jetzt bei der Nationalmannschaft. Wir haben 2 wichtige Spiele. Mit 6 Punkten wieder nach Arsenal zu reisen, ist, denke ich, gut für das Selbstvertrauen und das Ziel. Doch im Nationalteam hat er keinen Stammplatz mehr. Bei der EM lief für ihn fast alles schief. Jetzt will er allen zeigen, dass er es besser kann. Auf welcher Position ist völlig egal. Ja, links, rechts, vorne. Kann der Bundestrainer sich aussuchen. Überall. Um das zu präzisieren, überall trainiert er. Auch als linker Verteidiger. Lukas Podolski, er ist erst 27 und mit seinen 103 Länderspielen rein rechnerisch auf dem Weg zum Rekordnationalspieler. Im Moment hat er nur eine Jokerrolle, aber das soll sich wieder ändern. Und seine gute Laune kann ihn sowieso keiner verderben.